Im Vergleich zur Dixie-Toilette perfekt, weil es riecht nicht so doll. Es ist halt einfach eine viel angenehmere Position auch. Ich bin Charlene von Ultraviolet Stories und frage mich, wie kann Pinkeln gerechter sein? Abhängen im Park, herrlich. Bis man aufs Klo muss. Öffentliche Toiletten gibt's kaum, Cafés, Restaurants auch nicht so richtig. Und wenn, muss man mindestens 50 Cent bezahlen. Wenn man seine Periode hat oder körperlich eingeschränkt ist, ist es noch komplizierter. Ich treffe Sophie. Sie engagiert sich für mehr Gerechtigkeit auf öffentlichen Toiletten. Was stört dich jetzt hier an diesem Ort? Mich stört, dass ich nicht einfach hier reingehen kann, wenn ich muss. Auch wenn ich ganz dringend auf die Toilette muss, brauche ich halt 50 Cent. Und hier geht ja jetzt auch nur Kartenzahlung. Genau. Das bedeutet, dass jeder Mensch ausgeschlossen ist, der keine Kreditkarte, Girokarte, Apple Payment oder dergleichen hat. Das heißt, es ist noch exklusiver als vorher schon. Euer Verein setzt sich ja dafür ein, dass das stille Örtchen nicht mehr still bleibt. Warum ist das so wichtig? Der Aufschrei des stillen Örtchens ist ebenso wichtig, weil Pissen eine politische Sache ist. Weil ich als Sitzpinklerin so gesehen 50 Cent zahlen muss und nicht gratis eine Toilette benutzen kann, obwohl es in der Menschenrechtsverordnung drinsteht. Sanitäre Grundversorgung sowie Wasser muss jedem Menschen gewährt werden. Das ist die Seite für alle. Ich würde jetzt gerne noch mal zu der anderen Seite gehen, wo die Menschen mit Penis hingehen können. Ja. Prachtvoll. Es ist ja gut, dass Pissoirs gratis angeboten werden. Muss man jetzt einfach mal, das ist ein wirklich vorteilhaft von der Stadt. Alles, wofür wir uns jetzt letztendlich einsetzen, ist nur, dass wir wollen, dass halt auch für den anderen Teil der Gesellschaft Sachen gratis angeboten werden. Ich habe hier jetzt noch so eine Urinella am Start. Mhm. Was denkst du dazu? Also an sich eine originelle Idee, aber wir brauchen nicht wirklich einen Penisersatz, um auf die Toilette zu gehen. Mhm. Weil die gesunde Haltung der Frau ist neben die Hockposition. Und erst damit kann die Blase auch entleert werden. Also dieses Stehen ist auch anatomisch gar nicht richtig so für Frauen. Wie sieht es denn deutschlandweit beim Thema gerechtes Pinkeln aus? Also deutschlandweit ist gerechtes Pinkeln ein allgemeines Problem. Die meisten Toiletten kosten Geld. In vielen Städten gibt es auch keine Gratis-Pissoirs. Sprich, für jeden Menschen muss, also jeder Mensch muss zahlen. Genau, und es bedeutet deutschlandweit, dass dieses Menschenrecht auf sanitäre Grundversorgung einfach durchgesetzt werden muss. Deutschlandweit, jede Toilette muss für jeden Menschen gratis angeboten werden. Und wie macht ihr das, wenn ihr auf eine öffentliche Toilette müsst? Schreibt es in die Kommentare. So, und jetzt raus mit euch! Was sagt die Politik dazu, dass es für Frauen schwierig ist, kostenlos zu pinkeln? Ich habe nachgehakt bei der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt. Auf die Frage, ob es in Berlin ausreichend öffentliche Toiletten gäbe, hat man uns geantwortet, nein, allerdings sind es mehr Toiletten als je zuvor. In den letzten 4 Jahren ist die Zahl der öffentlichen Toiletten immerhin gestiegen von 288 auf 433 Toiletten, bei 3,6 Millionen EinwohnerInnen. Auf die Frage, was die Senatsverwaltung denn tut, um die Berliner Toiletten geschlechtergerechter zu gestalten, kam die Antwort, es werden in einem neuen Ausbauprojekt 24 autarke, gendergerechte und kostenlose Toiletten getestet, bei denen neben Sitzplatztoiletten auch teils Urinale für alle Geschlechter eingebaut sind. Das Projekt soll nächstes Jahr starten. Es gibt aber noch andere Lösungsansätze, um für alle eine kostenlose und saubere Toilette möglich zu machen. Bei dem Konzept Nette Toilette gibt es einen Zuschuss von der Stadt für Cafés und Restaurants für Instandhaltung und Reinigungskosten, damit dann alle kostenlos aufs Klo gehen können. Und in Aalen in Baden-Württemberg hat das so gut geklappt, dass nach einer kurzen Anlaufphase alle öffentlichen Toiletten geschlossen werden konnten. Wo würdest du hier auf Toilette gehen? Auf jeden Fall nicht in diese Brennnesseln rein. Das Problem hier ist, es gibt tatsächlich gar keine Toiletten. Es gibt auch kein Buschwerk, wo man hingehen könnte. Da hinten ist ein Bolzplatz für Fußballspieler und Spielerinnen. Es ist ein Basketballplatz vorhanden. Da ist ein Spielplatz. Hier sind unglaublich viele Tischtennisplatten. Einfach ein Freizeitplatz für Menschen allen Alters. Aber keine einzige Toilette. Selbst wenn jetzt hier ein Busch am Start wäre, ist es ja trotzdem nicht angenehm.
Nee, absolut nicht. Zumal jetzt Sitzpinklerinnen natürlich in einer komplett vulnerableren Position sind als jetzt Stehpinkler. Wir klar, Arsch hängt raus. Exakt, Arsch hängt raus, schaut links, rechts irgendwo dann raus. Wenn irgendwas passieren sollte, ist man nicht in der Lage, einfach gleich wegzurennen, sondern muss die Hose wieder hochziehen. Dazu kommt, wer beim Pinkeln in der Öffentlichkeit erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Wie viel man blechen muss, legen die Gemeinden fest. Zwischen 30 und 5.000 Euro können erhoben werden. Falls das Pinkeln auch noch als Erregung öffentlichen Ärgernisses gewertet wird, dann droht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Was fordert ihr von der Politik? Wir fordern, dass alle Toiletten für alle Menschen frei zugänglich sind, dass sie dort vorzufinden sind, wo man sie auch braucht, sprich in Parks, an Spielplätzen, an Bolzplätzen, dass Toiletten hygienisch sind für jeden Menschen, sprich, dass es dann auch Frauenurinale gibt, überall da, wo es Männerurinale auch gibt, und dass sie vor allem auch sicher sind. Also wenn ich nachts eine Toilette aufsuche, dass da Licht ist. 2017 haben Frauen in Amsterdam demonstriert, weil eine 23-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil sie nachts auf der Straße gepinkelt hat. Das Gericht hat dann so argumentiert, dass sie ja die öffentlichen Urinale hätte benutzen können. Dass das nicht so einfach ist, demonstrieren Frauen auf Instagram. Es gibt da auch in Deutschland aktivistische Accounts zu, wo Menschen mit Vulven beim Pinkeln auf der Straße gezeigt werden. Die Accounts setzen sich für gendergerechtes Pinkeln ein. Ein Begriff, den man in Bezug auf gerechtes Pinkeln immer wieder hört, ist Hockurinal. Ich möchte rausfinden, was das genau ist. Dafür fahre ich auf das Moin Moin Festival in der Nähe von Bremen, um Lena zu treffen. Sie ist die Gründerin von Missoir, einem Urinal, das auch Menschen mit Vulven nutzen können. So, ich habe getankt, Blase ist auf Anschlag, let's go! Hallo! Hallo! Ich bin Charlene. Hallo, schön, dass du da bist. Na, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja. So, durch den Glitzervorhang. Dankeschön. So, und jetzt haben wir hier drei Hockurinale, so wie es bei den Pissoirs für die Stehpinkler an der Wand wäre, ist es hier bei uns in den Boden. Wollen wir mal Probe pullern? Ich bin ja offen fürs Experiment. Du hast es ja ganz bewusst so konzipiert, dass es nebeneinander genau, ist. Genau, ja. Warum? Man könnte ja das auch in Kabinen machen. Ich denke mal halt immer so, warum können Stehpinkler zusammen pinkeln? Das ist völlig schamfrei, das sollten wir eben auch können. Na gut, haben wir gemacht. Genau. Abgefahren. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es so ein krasses Ding für mich sein würde, mich da hinzuhocken mit irgendwie mehreren Frauen. Aber ich habe festgestellt, es war easy und es ging so schnell. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Am Missoir ist gut was los. Wie finden die FestivalbesucherInnen das Hockurinal? Wie war's? Toll, echt sehr gut. Ich bin Fan. Ja. Also wäre das so an öffentlichen Plätzen, wäre das auf jeden Fall geil, anstatt immer in den Wald zu gehen und sich die ganzen Fußgelenke da voll zu pinkeln. Und ich habe es gerade zum allerersten Mal benutzt. Und wie war das? Ja, ich fand's richtig cool. Das erste Mal, dass man irgendwie ordentlich pinkeln konnte auf dem Festival. Im Vergleich zu Dixie-Toilette perfekt, weil es riecht nicht so doll. Es ist halt einfach eine viel angenehmere Position auch. Und man berührt nicht so viel. Warum hast du überhaupt Missoir gestartet? Die Idee zu Missoir, das war wirklich eine klassische Schnapsidee in der Warteschlange einer Clubtoilette, logischerweise, wo ich mal wieder wegen ein paar Sekunden pullern ewig lang in der Schlange stand. Da dachte ich mir so, sowas Einfaches wie das Missoir halt auch für die andere Hälfte der Bevölkerung, die dazu keinen Zugang haben. Warum ist dir das wichtig, Menschen, sag ich mal, eine Möglichkeit zu geben, auch so einen Schutzraum zu haben? Bei uns ist das Pinkeln halt immer so eine Riesen-Challenge. Sobald die Blase drückt, musst du halt erstmal ein Klo finden, dann hast du eine Warteschlange zu überwinden und man kommt dann an ein Klo an, wo man sich ja eh nicht draufsetzt. Das heißt, jede Frau hat irgendwie eine Methode entwickelt, um Berührungen mit der Kloschüssel zu vermeiden, und das alles kostet nicht nur Zeit, Nerven und im schlimmsten Fall ist es auch noch eklig. Mich hat bei dieser Recherche interessiert, wie Pinkeln gerechter werden kann. Mein Eindruck, es ist ein echt emotionales, für viele auch noch ein schambehaftetes Thema. Ich denke jetzt anders darüber nach, wenn ich auf die Toilette muss und dafür, im Gegensatz zu Stehpinklern, bezahlen soll. Impulse, um die Situation zu verbessern, gibt es. Ich glaube trotzdem, dass noch viel zu tun ist, bis kostenloses und gerechtes Pinkeln für alle möglich ist. Hier geht's zum nächsten Video von UVS. Meine Kollegin Melis trifft Sina im Freibad. Sie liebt es, oben ohne zu baden, eckt damit aber an.
Und hier geht's zu einem weiteren Video aus dem Funknetzwerk zu unseren KollegInnen von Auf Klo.